Eigentlich haben wir nur einen günstigen Akkustaubsauger gesucht, gestoßen sind wir dagegen auf mittelprächtige Skandale, denn beim Nachmessen der Saugkraft stellt man fest, dass ein Großteil der günstigen Akkustaubsauger bei der Saugkraft massiv schummeln, auch bei den Volumen werden falsche Angaben gemacht und die Amazon-Bewertungen werden künstlich durch Ersatzakkus gegen 5-Sterne-Bewertungen aufgepimpt. Ja, wem kann man noch vertrauen? Welche Modelle unter 200 Euro wirklich was taugen, das erfahrt ihr in unserem neuen Video auf dem Testiger TV Plus Kanal.